Seit ihrem spektakulären Gewinn 2008 am 23. Februar bei Live in Bremen, dem 10-jährigen Jubiläum, sind die vier Nachwuchsrocker von Black Knight Crash, Ilja, Ralf, Carsten und Pamela, nur noch unterwegs. Sie touren von einer Bühne zur nächsten, begeisterten unter anderem ihre Fans bei der Briminale 2008, im Lagerhaus und sogar drüben auf der Insel in Liverpool. Und jetzt sind sie schon wieder unterwegs, und zwar auf dem Weg hierher. Hier hat also alles angefangen im Schlachthof in Bremen. Was hat sich für euch alles verändert seit eurem grandiosen Gewinn? Pamela. Alle erkennen uns natürlich auf der Straße. Wir sind auf seltsamen Plakaten. Waren. Ja. Wir müssen keine Shows mehr organisieren, wir werden jetzt gefragt. Welche Erinnerungen habt ihr an diesen Ort, an letztes Jahr, nach eurem Gewinn? Es war super. Also so was Tolles habe ich eigentlich noch nie erlebt vorher. Viele Menschen, die man gar nicht kannte, die auf einmal Black Knight Crash gerufen haben. Man muss ja selber erstmal nachdenken, was für eine Band das ist. Bestimmt lag vieles an Ralfs Move. Das ist nämlich sowas wie das Markenzeichen der Black Knight Crash. Bist du sicher? Mach mal den Move, Ralf. Mach bitte mal den Move. Ralf, mach den Move. Großartig. Ralf, du hast am Move gefeilt. Seitdem. Kannst du ihn nochmal vorführen? Den kann man gar nicht besser machen. Es ist ja auch eine Menge passiert. Was musstet ihr alles machen? Was wurde von euch verlangt nach eurem Gewinn? Also wir durften nach Liverpool fahren, was richtig viel Spaß gemacht hat. Und wir durften eine Platte aufnehmen. Das hört sich nach viel Ruhm, Ehre und ich weiß nicht was an. Ob sich auch der Probenraum der Black Knight Crash in Platin und Gold verwandelt hat, das erfahrt ihr gleich, denn da düsen wir jetzt mal eben hin. Das ist also euer Bandauto. Wie viel Equipment muss da sonst so rein, Ilja? Alles muss rein, bis zum Dach. Also normalerweise hat man hier hinten noch zwei Plätze höchstens. Und Pamela, die fährt ja, wie sie spielt, ne? Nein, schnell, verdammt schnell. Ralf, wo war die letzte Tour mit dem Bus hin? Meisenfrei, das ist ja jetzt nicht so weit. Wir fahren ja gerade durch Bremen. Wie viele Kilometer hat er denn schon runter, Pamela? 74.000. Das viel? Nein, für drei Tagen schon, ja. Was war dein schönster Moment, Pamela, seit eurem Gewinn? Also der Gewinn selber war natürlich einer der schönsten Momente und als wir ins Flugzeug nach Liverpool gestiegen sind. Warum das? Weil das richtig cool war, mal im Ausland irgendwie zu spielen. Also natürlich nicht nur der Flug dahin, auch in Liverpool war es ganz toll. Guckst du aber schon noch nach vorne? Nee. Wir sind hier in eurem Probenraum, was ja schon eine sehr intime Atmosphäre ist. Da lasst ihr wahrscheinlich auch nicht viele rein. Vor allem nicht, wenn ihr euch inspirieren lasst. Wie passiert das? Wo passiert das? In welcher Ecke? Hier drin, neben dem Kühlschrank. Warum dort? Das ist für mich am gemütlichsten. Demnächst gibt es auch im Internet auf diversen Seiten ein Video von uns zu sehen, was wir hier auch gedreht haben. Hier in diesem Raum? Hier in diesem Raum, aber wir haben ihn verkleidet, also man erkennt es nicht. Wenn man genau hinguckt schon, dann merkt man es. Also achtet auf Details im neuen Black Knight Crash Video. Auf myspace.com. Jede erfolgreiche Band braucht ein Motto und natürlich hatten das auch Black Knight Crash, als sie sich beworben haben. Wie sah die Bewerbung aus? Das weiß Ralf, der hat das Ganze nämlich abgegeben. Wir haben eine Demo-CD mit 5 Stücken abgegeben, es können aber auch nur 3 sein.
Wir haben zwei Fotos abgeschickt und dann haben wir uns einen Bogen aus dem Internet runtergeladen und den ausgefüllt. Irgendwelche besonderen Gimmicks? Schokolade? Habt ihr was mit reingetan, um die Jury zu bestechen? Nee, das waren nur die drei Sachen. Viele werden ja wahrscheinlich auch Angst haben. Oh Gott, ich habe das zu Hause irgendwie immer nur gespielt. Wo soll ich das einspielen? Geht das überhaupt? Muss man sich ein Studio suchen? Nee, ich glaube nicht. Man kann das bestimmt auch im Proberaum aufnehmen. Selber machen. Ja. Selber nur machen. Nur keine Coverversionen nehmen. Also nichts nachspielen, sondern eigene Sachen machen. Das ist auch nicht langweilig. Covern? Ja. Ja. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Tipps, denn das ist ja, was die Bands interessiert, die mitmachen wollen. Was schlagt ihr einfach vor? Ihr habt die Erfahrung gemacht, ihr kennt euch aus. Üben, üben, üben. Immer wieder probieren. Es hat auch erst bei uns beim zweiten Mal geklappt. Und noch ein Tipp von der Frau in der Band. Man sollte eine Frau in der Band haben. Finde ich gut. Ich kann das bestätigen. Ja, das ist, glaube ich, super. Das waren Einblicke in ein richtig heißes Rockerleben, das ihr übrigens auch haben könnt beim nächsten Live in Bremen Contest. Wenn ihr dabei sein wollt, dann bewerbt euch bis zum 28. Februar 2009. Das ist der Einsendeschluss. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß, eure Chrissy und danke natürlich auch nochmal an Black Knight Crash.